Ein herzerfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zum nächsten Zoobesuch. Dieses Mal sind wir im The Forest von Nils McCloud. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wenn du auch möchtest, dass ich deinen Zoo mal bei Gelegenheit besuche, dann schick mir den Link doch gerne über Discord oder über Steam oder über Instagram zu dem Steam-Workshop. Ein Video dazu ist oben im i verlinkt, wie man seinen Zoo hochlädt. Und dann kann es sein, dass ich irgendwann in Zukunft mal deinen Zoo besuche. Und ja, ich habe noch ein paar, also keine Sorge, diese Serie wird noch ein bisschen fortgeführt. Ich freue mich auf jeden Fall ganz doll, dass wir jetzt in The Forest sind, ein Zoo, den ich sehr, sehr lange habe. Und The Forest ist ja auch ein Spiel und es ist relativ smart gemacht. Wenn wir die Overview sehen, dann zeige ich euch mal, was hier der gute Nils gemacht hat. Hier ist eine Kasse, super süß übrigens. Habe ich gar nicht drüber gesprochen, dass das eine super süße Kasse ist. Ich freue mich, ich bin gespannt. Gibt es hier einen Rundweg-Tour? Ja, geil, dann gehen wir doch mal Goro bei Buche. Ja, da schau her. Grüße gehen raus an Gorobei. Ach, hier sind Rentiere. Ach, guck mal, süß. Süßer Zaun und süße Tierchen hier. Hallo, Baby-Rentier. So sweet. So sweet. Da wird gelacht hier. So, die Rainies, die sind unterwegs. Das freut mich, da ist eine kleine Hütte. Aber wir gehen ja die Zootour rum jetzt. Guck mal, da ist ein Mitarbeiter direkt ins Gehege gegangen. Das ist cool, diese Futterstände gibt es auch im Steam Workshop. Gibt es ein ganzes Set, habe ich auch mal billig mit die zu holen, weil die sehen einfach mega nice aus. Und es ist einfach, ich sag, wie es ist. Also solche Sachen hole ich mir gerne aus dem Workshop. Das ist super anstrengend, das zu bauen. Auch wenn ich mir gar nicht, so viele Teile sind das doch gar nicht, oder? Ich weiß gar nicht, was das für Teile sind. Naja, ist auch völlig egal. Kann man sich im Steam Workshop wahrscheinlich runterholen, wenn das das Ding ist. Ansonsten, Nils, lass selber hoch. Da ist ein Vivarium, kommen wir aber gerade gar nicht hin. Wir gehen nämlich hier auf diesem Weg. Machen wir einfach mal. Wir gehen die Berge hoch. Oh nein. Oh. Es gibt diesen Bug, dass wenn du in der Cam hier bist, dass du dann irgendwann nicht mehr weitergehen kannst. Setzen wir uns einmal um. Hups. Ja, jetzt sind wir hier oben. So. Guck mal, da hinten laufen schon die Dallschafe und Grizzlies sollen da auch sein. Ja, da schau her. Badam, badam, badam. Okay, Tour geht da lang und da geht's zu den Grizzly Bears. Achso, das ist aber nur ein Trampelpfad, ne? So wie das aussieht, das ist kein offizieller Pfad. Also gehen wir wieder den Tourweg. Hier liegen auch Sachen auf dem Weg und so, super süß. Liebe zum Detail. Und es ist ja auch ein Naturpark, kann man quasi sagen. Ein Nationalpark. Ist mal was, ich sag mal wieder was anderes, ne? Als immer nur ein Zoo. Da drüben ist Bernie's Bakery. Ich freue mich schon drauf. Endlich wieder ein paar Cupcakes. Guck mal. Ach, sieht man sogar die Bären da hinten, ne? Guck mal an. So weit kann man gucken. Okay, der Weg führt hier vorne lang. Was ist hier los? Ja, was ist denn hier los? Wo gehen die Besucher? Ach, guck mal. Das ist doch nice. Mitarbeiterwege hier, Shops. Treppe hoch. Wo geht's hier hin? Boah. Auf so einen Balkon. Ja, geil, da ist ein Spielplatz und da sind Elche. Da gehen wir doch gleich mal rüber. Das ist auch ein cooles Schild. Ja, solche Schilder und das, was ich eben gesagt habe, so eine Futterkrüge und so, alles im Workshop. Super nice. Das Häuschen ist aber cool, ne? Das sieht auch nice aus mit dem Bogen hier. Gut gearbeitet. Gut gearbeitet. So, hier ein Spielplatz. Auch nice, ne? Spielplätze. Ja. Das ist richtig, wenn ich da jetzt sage, baut man viel zu selten. Was mache ich halt? Cooler Zaun. Einfach mal so sagen. Und hier dann Elche. Boah, ist das dunkel, Alter. Ist das ein Anzeigefehler, dass das hier so dunkel ist? Oder ist das hier so dunkel? Das ist hier tatsächlich so dunkel. Oh, krass. Boah, ist das hell. Okay, ja, das ist sehr dunkel, krass. Heftig. Hätte ich nicht gedacht. Aber ein eher spartanisches Gehege für die Elche. Sind aber coole Tiere, ne? Habe ich, glaube ich, erst einmal gebaut. Da hinten so ein Jagdausguck. Weiß nicht, was die schießen wollen. Oder ist das nur Deko? Ich hoffe, es ist nur Deko. Aber der Zaun gefällt mir sehr gut. So geil Musik jedes Mal. Dammhirsche, guck mal. Und Dachse, guck mal, zusammen. Ja, das Europa-Pack, ne? Auch cool. Ja, die letzten Packs haben mir sehr gut gefallen, wenn ich das jetzt wieder so sehe. Der Zaun ist auch richtig gut. Der Zaun ist richtig gut gearbeitet. Coole Sache. Und dann hier das Dammwild und die Dachse zusammen. Aber warum der Berg so dunkel sein muss, das weiß ich auch nicht. Das macht mir so ein bisschen Angst. Also da drüben ist halt hell.
Die freut sich auch. Da drüben ist halt hell, aber hier ist eher so dunkel. Das Gehege sieht cool aus. Und dann leben hier die Dachse und die Rothirsche hier, das Dammwild zusammen. Das sind keine Rothirsche, Goro, ich weiß. Ja, 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 das ist ein tolles Gehege, du, das ist ein tolles Gehege. Hier auch nochmal ein Schild. Was sehen die denn hier? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, voll ist es hier. Ach, hier ist jetzt eine Absperrung, weil hier darfst du nicht runterfallen, aber hier ist okay. Ja, 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 was ist hier? Ist das Müll? Guck mal, so eine kaputte Hütte, wa? Krass. Mit so einem... Ach, guck mal, das ist so ein... Ah, so ein alter Mineneingang. Guck mal, muss man den Weg verlassen, damit man die coolen Sachen sieht. Da wieder der gute Baum. Shops sind gut angebaut. Lass ich nichts drauf kommen. Vivarien, ja cool, ne? Hier nochmal der Feuersalamander ist es sein, ne? Und hier ist der Taipa, ich weiß gar nicht, wie heißt er. Die Schildkröte, die es da gibt. Dann hier eine Brücke, die Tour führt auch hier lang. Ja, alles andere hätte ich mir nicht vorgestellt. Hier auch gut gearbeitet mit den Felsen und mit den Brennnesseln. Sieht dann hochgradig realistisch aus. Wir gehen über die Brücke. Hier ein kleiner Wasserfall, ne? Aufpassen, dass ihr nicht nass werdet, Kinder. So. Das ist ein großer Fluss, ne? Ach, guck mal, das sind Keeper-Hut hier. Smart. Ich mag die Hütte, ich mag den Stil. Ach, der Weg führt hier lang. Ich wollte gerade sagen, ich höre doch hier Robbies oder Seelöwen. Es sind Robbies. Guck mal, der Wasserfall ist cool. Und guck mal, das Robbengehege hier. Das ist ja nice. Die sind doch süß. Die Seerobben hier. Da schwabbeln die hier über den Weg. Ganz schön viel Land dafür, dass die eigentlich immer nur schwimmen wollen. Süß. Süß, süß, süß. Und besonders hier, wenn die so liegen, sind die süß, ne? Super sweet. Möchte man die so am Bauch kraulen. Wie so ein Hund. Ja, 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 ja. So, hier ist nochmal ein Shop, wenn man sich nochmal ein Galpi gönnen möchte an der Stelle. Ein Anhänger ist auch cool. Was haben wir hier? Ach, hier ist der Isabelbär. Ach, guck mal, das waren Isabelbären. Der Zaun ist eher, ob der so TÜV geprüft ist, das wage ich zu bezweifeln, weil da kann man ja locker leicht mal die Hand durchstecken, ne? Und so ein Isabelbär, der macht da ja kurz einen Prozess mit so einer Hand. Ist aber ein nettes Gehege, so. Verschiedene Ebenen. Ich sag's jedes Mal, Leute, ne? Baut eure Gehege auch mal mit verschiedenen Ebenen. Ich weiß, ich mach's auch nicht oft. Aber wenn man's macht, es lohnt sich. Das ist der Isabelbär. Na, du kleiner Bär. Laff. Da läuft sie. Da läuft sie. So, Beaver Dalship Tour. Na dann, gehen wir doch mal runter. Und wir hängen wieder fest hier. Oi, 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 oi. Ich hoffe, keiner hat sich das Bein gebrochen, weil das war eher unvorteilhaft. Hui. Ah, wir sind unten. So, Dalship und Grizzly. Ich gehe jetzt einmal hier hin, weil das muss ich ja mal sehen. Sind die Dalshafis hier drin? Irgendwelche Tiere sind auf jeden Fall hier drin. Ach, hier sind die Dallis. Und was ist hier drin? Die Biber? Ach ja, da Biber. Guck mal. Die laufen auch so süß, ne? So potzig. So potzig. So, nee, ich wollte hier die Dallschafis auch nochmal gucken. Die ja auch mega cool sind. Schon, Dallschafe gehören schon mit zu den Klassikern hier, ne? Auch die Wegfindung der Dallschafe gehört zu den Klassikern. Aber guck mal, die Tour ging ja hier hinten lang. Aber da vorne gibt es halt die Grizzlybären, die ich noch nicht gesehen habe. Einmal luschern. Einmal gucken, was bei den Grizzlies geht. So viel Zeit muss sein, Freunde. So viel Zeit muss sein. Hier ist der Zaun auch wieder. Wie kann er... Ist auch laut. Wie kann denn das sein, dass hier bei den Grizzlies ist auch wieder so ein... Steckt die Hand rein, Zaun. Das Gehege ist ja eher spartanisch eingerichtet von den Grizzlies, ne? Sind dabei immer noch coole Tiere. Lass ich nichts drauf kommen auf die Grizzlies. Bis heute cool. Guck mal, hier unten gibt es eine Mine. Kann man da reingehen? Staff. Ah. Ah.
Ach, guck mal, hier ist auch noch ein Spawner. Ja, cool. Gut gemacht. Smarte Sache. Hier nochmal ein Vivarium mit dem Bullenfrosch hier, oder wie der heißt. Achso, und das wäre Rentierland. Gut, dann gehen wir wieder rüber. Ich weiß, ich gehe jetzt ein bisschen querfeld ein, aber was sollst du machen? Ist aber schön gebaut, ne? Ich hätte gern einen Donut hier. Ne? Und zwar... Ja, das wird wohl einer mit Schokolade werden, wa? Ich hätte halt gern so einen mit Zuckerguss auch, aber gibt's halt leider nicht. Sie haben leider nur die mit Schokolade. Ich nehme dann mal 5. Da hinten sind ja auch nur die mit Schokolade. Waren die im Angebot bei Ihnen oder was? Und was ist das hier? Ach, das ist so eine... Ist das eine... Ich gehe mal kurz gucken. Was ist denn das? Tut mir leid, der Herr. Habe einmal inspiziert, ob die Lokalitäten hier den Standards entsprechen. Und ich nehme 5 Donuts. So, dann könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr einen Donut haben wollt. Die Dall-Sharfies waren hier, da waren die Beavers. Die Beavers. So süß. Ich weiß auch nicht, ich bin fasziniert von den Tieren. Jedes Mal wieder. Jede Woche, wenn ich einen Zoo besuchen habe, bin ich fasziniert. Hier jetzt Bernie's Bakery. Muss ich ja heute jetzt nicht. Jetzt habe ich ja Donuts gekauft bei Mrs. Good, ne? Da ist wieder ein Staff-Gebäude. Was sind denn das, wenn das State Staff? Was sind da drin? Das ist ein Spawner. Hä? Das verstehe ich nicht ganz. Das verstehe ich nicht ganz. Das sah so aus, als würde der Wagen fahren. Guck mal. Wenn man hier so rüber geht und so rüber guckt, dann sieht das aus, als würde der Wagen fahren irgendwie. Optische Täuschung. Das ist wieder das Baby-Rentier. Optische Täuschung. Aber ja, hier fahren die Autos durch die Gegend. Ach, guck mal, hier nochmal ein Chief Beef und nochmal ein War-Ear zum Schluss. Jedes Mal auch nochmal sagen, guck mal hier mit dem Zaun, der sehr, sehr gut aussieht und dann hier dieses Lücken füllen. Das war's mit The Forest, Leute. Tja, cool, du sprichst das falsch aus, ich weiß. Was ich heute sagen wollte, Nils hat hier, guck mal, der hat halt eine Welt geschaffen in dieser Map. Hier was probiert wahrscheinlich. Und dann halt hochgezogen mit dem Terrain-Tool. Und das ist ja auch was man machen kann. Das sieht so ein bisschen aus wie diese Dormas, oder wie die heißen. War das ein Wolf? Hier sind ja Pumas. Warum werden die denn nicht angezeigt? Und hier drüben waren Wölfe? Wie kommt man denn da hin? Ach, man hätte hier oben stehen bleiben müssen und runtergucken müssen. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Da könnte man ja eh nicht sehen. Okay, aber es ist ja gut, dass wir hier dann nochmal gucken. Das ist die neue Mechanik, die mit dem Siamang auch reingekommen ist, ne? Dann warten die, bis alle Wölfe mitmachen. Dauert das lange, ey. Ist das das Alpha-Männchen? Nee. Sei kein Bock mehr. Einzelne machen hier mehr mit. Guck mal, er macht mit. Interessant, dass wir das auch nochmal gesehen haben. Was ist dann hier drin? Ach, das ist dann auch noch Wolfland. Und da drüben waren Pumas. Ja, nice. Wusste ich nicht, dass die auch noch gibt. Was ist dann hier hinten bei der Mine? Das ist auch Pumaland. Das sieht mir sehr pumerig aus. Naja, da ist einer gesprungen. Ja, wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Habe ich sonst noch was verpasst? Hier oben so ein Souvenirshop. Da war ich ja nie. Da kommt man ja gar nicht hin. Da ist ja gar kein Weg. Lass mich ja mal schauen, ob ich noch was verpasst habe dann. Geht da nicht. Hier waren die Biber drin. Ja, dann wahrscheinlich nicht, ne? Aber das war ein bisschen ärgerlich. Aber es macht nichts. Ansonsten hat mir das trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Guck mal hier mit dem Wasserfall und so. Da sind schon einige Highlights bei. Ich möchte mich gar nicht festlegen heute, was Highlight ist. Ich finde allgemein die Idee, dass das hier so in der Map... Eine Map in der Map. Finde ich hier schon Highlight genug. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr am besten fandet. Ich
habe mich sehr unterhalten gefühlt von The Forest von Nils. Dementsprechend, danke fürs Zusehen, danke, dass ich diesen Zoo besuchen durfte. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, nächstes Mal. Also spätestens nächsten Sonntag. Bis dahin, haut das mal rein, Leute. Ciao.